Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich habe mich heute Abend hier, Sonntagabend, den 10. Juli, alleine nochmal eingefunden, um noch ein paar alte Dinge abzuarbeiten. Ich habe inzwischen ja so meine angefangenen Werke probiert abzuarbeiten, dass ich dann irgendwann mal alles auf die Reihe kriege und neu strukturiert mit neuer Arbeit beginnen kann. Ihr wisst ja, die Renate hat mir ja bereits ein ganz, ganz tolles Buch im Englischen Exploding the Israel Deception übersetzt und das brennt mir unter den Nägeln, damit anzufangen. Das fragt aber noch viel Vorbereitungsstudium von mir, bevor ich daran gehe. Da habe ich auch schon mit angefangen. Aber erstmal muss ich natürlich alle offenen Dinge beenden. Hier in Moderne Kriege habe ich noch die 38 Zeugen auf und das ist... nachdem ich Roms Ziele jetzt abgearbeitet habe die letzten Tage, ist das eine Sache, die mir am Herzen lag und die ich dann nochmal machen wollte. Und deswegen mache ich heute dieses dritte Video aus der Serie 38 Zeugen, wo wir also Zeugenaussagen aus der Vergangenheit gebrauchen, um uns über den Jesuitenorden aufklären zu lassen. Die nächste Person, der wir hier begegnen, ist Samuel Morse. Das ist der amerikanische Entwickler des Telegrafen und auch der Entwickler des Morse Codes, also der Morse-Sprache. Er lebte zwischen 1791 und 1872 und ist also ein Zeitzeuge dessen, was er hier im ersten Absatz beschreibt. Denn er schreibt hier, Sie sind Jesuiten. Nachdem dieser Männerbund seine Tyrannei 200 Jahre ausgeübt hatte, drohte er, jegliche soziale Ordnung umzustürzen. 200 Jahre, wir reden hier von 1540 bis 1740, also Mitte des 18. Jahrhunderts. 1773 kam dann der Bann dieses Ordens, der sogenannte Bann. Man fürchtete ihn weltweit und zwar in so hohem Maße, dass der Papst sich gezwungen sah, ihn aufzulösen, obwohl diese Ordensmänner ihm durch ihren Eid untertan sind und auch sein müssen. Und doch wurden die Jesuiten 50 Jahre lang nicht wirklich unterdrückt. Da hat er ganz recht mit. Danach wurden ihre nützlichen Dienste wieder dringend gebraucht, um dem Licht der demokratischen Freiheit Widerstand zu leisten und das Schwinden des päpstlichen Einflusses einzudämmen. Der Papst rief sie offiziell wieder ins Leben, das war Papst Pius VII. 1814, und stellte ihre vormalige Machtposition wieder her, gleichzeitig mit der Heiligen Allianz. Da ihr Schwur die bedingungslose Unterordnung unter den regierenden Pontiff beinhaltet, nannte man sie auch die Leibgarde des Papstes. Also wir reden davon, dass nach etwas über 200 Jahren, dass die Jesuiten gewirkt haben, man ihren Orden unterdrückt hat. Aber wie der Samuel Morse hier selbst schon mehr oder weniger erscheinen lässt, selbst zu verstehen, sagt er hier ja, und doch wurden die Jesuiten 50 Jahre lang nicht wirklich unterdrückt. Also 1773 bis 1814 ist bei mir 41 Jahre und keine 50. Aber lass uns mal davon ausgehen, dass er diese Periode hier meint. Und natürlich wurden sie nicht wirklich unterdrückt, weil sie sind ja, wie Tapas Saucy das so wunderbar beschreibt in seinem Buch Herrscher des Bösen, haben sie einfach a blown cover as cover benutzt. Also eine Tarnung aufgegeben, um eine weitere zu gebrauchen. Und der Jesuitenorden wurde zwar offiziell verboten, aber die Jesuiten haben in der Zwischenzeit weitergewirkt als die Illuminaten, die sogenannten, und haben natürlich diese Illuminaten, das ist ein Freimaurerorden, auch übernommen, genau wie sie anderen Freimaurerorden übernommen haben. Aber wir lesen erstmal das, was der Samuel Morse jetzt hier noch weiter zu sagen hat. Danach habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, was den Freimaurerorden angeht. Muss man den Amerikanern erzählen, wer und was Jesuiten sind? Ich glaube nicht. Denn wenn wir mal berücksichtigen, dass die Amerikaner geflüchtete Europäer sind, die vor dem Antichristen und seiner Verfolgung geflüchtet sind, dann wissen sie ganz genau, vor wem sie in Europa damals geflüchtet sind. Die Jesuiten sind eine Geheimgesellschaft, eine Art Freimaurerorden, jedoch tausendmal gefährlicher und behaftet mit einigen zusätzlichen Eigenarten, die äußerst ekelhaft und abscheulich sind. Sie müssen nicht offiziell Priester sein oder einer Konfession angehören. Sie sind Kaufleute, Juristen, Verleger, können jeglichen Beruf ausüben und tragen kein äußerliches Kennzeichen in diesem und auch keinem anderen Land, in dem man sie erkennen könnte. Sie sind überall in der Gesellschaft verteilt.
Das war eben das Resultat nach dem Verbieten oder Wiederzulassen des Ordens, dass der Orden zwischen Anführungszeichen säkularisiert wurde, also verweltlicht wurde. Dass es eben nicht nur offiziell Priester sind. Obwohl viele davon Priester sind, halten sie sich verborgen unter einer Laientarnung, also Kaufleute, Juristen und Verleger. Das sind dann auch die sogenannten Koadjutoren, die wir kennen, ne? Die jesuitisch ausgebildet sind, die für den Jesuitenorden arbeiten, die Jesuiten sind, ohne Priester zu sein, ja? Aber vollständig auch dem Jesuitengeneral ergeben. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist der Kapitän der Titanic, der Smith, der ja kein Jesuitenpriester war, aber der dem Jesuitenprovinzial Braun seinen Kadavergehorsam bewiesen hat, durch das Schiff zu versenken und im Grunde selbst damit unterzugehen. Aber er war kein Priester, aber er war ein Jesuit unter einem sogenannten Zivilberuf. Jesuiten treten auf, sowohl als Engel des Lichts als auch als Diener der Finsternis. Das ist also direkt aus der Bibel genommen, wo wir im, ich meine, 2. Korinther Kapitel 11 lesen können, dass wir uns nicht verwundern sollen, dass der Satan verändert wurde in einen Engel des Lichts. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass seine Mitarbeiter auftauchen auf dieser Welt als Mitarbeiter der Gerechtigkeit. Ja? Das ist genau das, was hier gemeint ist. Sie können jede Rolle spielen, um ihren Auftrag zu erfüllen, egal wie dieser Auftrag lautet. Sie sind gebildet, gut vorbereitet und haben einen Eid geleistet, jederzeit abrufbar und zu jedem Auftrag bereit zu sein. Als Jesuit wird man vom General des Ordens befehligt, ist, anders als gewöhnliche Männer, an keine Familie, kein Land und keine sonstige Gemeinschaft gebunden und hat sich für sein ganzes Leben der Sache des Papstes verkauft. Ich meine hier sagen oder anfüllen zu müssen, man hat sich für sein ganzes Leben der Sache des Ordens verkauft und des schwarzen Papstes, des Generals des Jesuitenordens, damit nicht des Papstes selber, also des weißen Papstes. Aber das ist eine Kleinigkeit, das ist, ob man das jetzt so nimmt oder nicht. Das mit dem kein Land, was hier steht, ist auch sehr interessant. Ich hatte mit Gerald letztens noch in der Lesung, hatten wir eine Aussage gehabt, ich finde das jetzt so nicht mehr, wo das war, dass einer der Jesuitengeneräle, ich meine, aus dem 19. Jahrhundert gesagt haben soll, dass die Jesuiten eben unbedingt keine Verbindung an diese Welt mehr haben dürfen, auch nicht an irgendein Land, also Patriotismus, ja, weil eben man sich vollständig der Gesellschaft zuschreibt. Ich habe die Aussage gerade eben nochmal gesucht in dem Schreiben Moderne Kriege, das hier auch offen sieht, aber ich habe es da nicht gefunden. Also ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Ich lese so viel die letzte Zeit, das kann an vielen Plätzen gewesen sein. Wer sind diese Agenten? Sie sind größtenteils Mitglieder des Jesuitenordens, einem kirchlichen Orden, dessen Gerissenheit, Falschheit und Immoralität in der Welt sprichwörtlich geworden sind. Er schulte seine Leute so gut in allen betrügerischen Künsten, dass er selbst in katholischen Ländern wie Italien untragbar wurde und das Volk seine Unterdrückung verlangte. Aber, das kann ich euch versichern, nicht bekommen hat. Nun, er sagte hier, dass sie im Grunde sowas wie ein super Freimaurerorden sind, aber mit ganz besonderen Fähigkeiten oder Eigenarten, ne? Sie sind eine Geheimgesellschaft, eine Art Freimaurerorden, jedoch tausendmal gefährlicher und behaftet mit zusätzlichen Eigenarten, die äußerst ekelhaft und abscheulich sind. Ich habe schon öfter mal gesagt, es gibt eine schriftliche Aussage von einer Frau, die es wissen sollte. Da sprechen wir über Helena Petrova Blavatsky, die Gründerin der Theosophie, das nichts anderes ist als eine Geheimgesellschaft, die oder eine Gesellschaft, die Theologie und Psychologie vereint. Entschuldigung. Und daher kommt die Aussage Theosophie. Die hat verschiedene Bücher geschrieben. Unter anderem hat sie eins geschrieben, das heißt Isis Unveiled, also Isis
entdeckt hier. Ja? ISIS entblättert. Und aus Seite 390 habe ich hier seit einiger Zeit schon mal, ich habe das glaube ich irgendwo aus dem Video damals mal rauskopiert. Das ist aus einem Video Black General Jesuits Run Freemasons, also der schwarze General der Jesuiten befehligt die Freimaurer. Da steht hier, und das ist in Englisch, aber ich werde es euch mal ebenso übersetzen. Ich lege es mal eben in Englisch vor und dann werde ich die Übersetzung geben. It is curious to note that to the most of the bodies, it is curious to note too that most of the bodies which work these, such as the, so weiter. Ne? Es ist also schon interessant, um zu bemerken, dass die meisten dieser Körperschaften, die diese bearbeiten, sowie die Ancient and Accepted Scottish Rite, also der alte und akzeptierte schottische Ritus, ja, das ist Freimaurerritus, der Ritus von Avignon, der Order des Tempels, the Order of the Temple, Fesslers Rite, also Fesslers Ritus, the Grand Council of the Emperors of the East and West, der große Rat der Emperor, also der Emperor sagt man normalerweise, Kaiser, ne? Des Ostens und des Westens. Sovereign Prince Masons, die souveränen Prinz Maurer und so weiter und so weiter. Alle nichts weiter eigentlich sind als die Nachkunft der Söhne von Loyola. Also mit anderen Worten, all diese hier aufgenannten Freimaurerorden, wie der alte und akzeptierte schottische Ritus, der Ritus von Avignon, der Order des Tempels, Fesslers Rite, der große Rat der Kaiser des Ostens und Westens, der souveränen Prinz Maurer und so weiter, sind alle die Nachkommen der Söhne von Ignatius von Loyola. Baron Hund, Chevalier Ramsay, Tschudi, Zinnendorf und unzählige andere, die gerade in diesen Riten erfunden haben oder eingeführt haben, haben unter den Instruktionen des Generals der Jesuiten gearbeitet. So, und ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass sie sowas schreibt und veröffentlicht, dass das heute noch zur Verfügung steht, wenn das nicht wahr wäre. Und das ist auch nur eine Aussage von ihr. Es gibt noch eine andere Aussage, die habe ich jetzt hier nicht schriftlich vor uns liegen. Aber in der sagt sie, wenn man die Freimaurerei vom untersten bis zum obersten Grad durchforstet, dann kommt man ganz oben zu der Erkenntnis, dass derjenige, der den Freimaurerorden befehligt, niemand anders ist als der schwarze General der Jesuiten. Das ist auch eine Aussage von ihr, auch aus, ich meine, ISIS Unveiled. Aber interessant, das hier mal eben so zu zeigen, deswegen dachte ich, das wollen wir eben mit reinnehmen. Das passt ja hier, wenn der Samuel Morse eben spricht, dass sie eine Geheimgesellschaft, eine Art Freimaurerorden sind, weil sie eben die Freimaurerorden beherrschen, immer beherrscht haben. Also zumindest seit dem 18. Jahrhundert haben sie in der Hinsicht unterwandert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Weil auf diese Art und Weise kontrollieren die Jesuiten nicht nur die römisch-katholische Seite, sondern sie kontrollieren auch die sogenannte protestantische Seite. Weil viele Protestanten wurden ja in die Freimaurerei reingezogen, weil die überhaupt nicht begriffen haben, dass Freimaurerei Luziferianismus ist und dass Freimaurerei überhaupt nichts mit dem Gott der Bibel zu tun hat. Aber sie denken ja, sie tun damit eine gute Arbeit. Dabei kommen Freimaurer genauso wie die römisch-katholische Kirche ursprünglich aus Babylon. Haben da dieselbe Geburtsstunde. Und selbst Freimaurer sind in der Bibel erwähnt. Ne? Jesus spricht davon, der Stein, der, den sie abgestoßen haben. Ne? The stone who was rejected. Das ist, geht um die Freimaurer da in dem Fall. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht zu weit drauf abschweifen. Ich finde es nur wichtig, dass wir hier von Samuel Morse die Aussage haben, dass sie eine Geheimgesellschaft, eine Art Freimaurerorden sind, viel gefährlicher, und dass wir von Helena Petrova Blavatsky hier lernen, dass die Freimaurer komplett von dem General der Jesuiten kontrolliert sind. Das ist das, was uns im Gedächtnis bleiben muss. Die nächste Aussage
ist von Orestes Augustus Brownson. Der lebte zwischen 1883 und 1876, war ein Intellektueller und ein Aktivist, ein Prediger, Autor und konvertierte zum Katholizismus. Na, das ist ja keine besonders gute Vita. Ne? Er sagt: Es ist zweifellos eine Tatsache, dass der Papst dieses Land, also Amerika, für sich vereinnahmen und besitzen will. Die Jesuiten und alle katholischen Prälaten und Priester helfen ihm in dieser Angelegenheit. Wenn die katholische Kirche hier die Oberhand gewinnt, werden die Protestanten alle ausgerottet. Na, mit der Aussage hat er deutlich recht. Und dass wir inzwischen in 2022 in einer Situation sind, wo die römisch-katholische Kirche die Oberhand hat in Amerika, das dürfte einem jedem deutlich sein. Es sind in Amerika im Augenblick ungefähr, nach meinem Kenntnisstand, rund 35% der Einwohner römisch-katholisch. Das ist natürlich nicht die Oberhand, weil, Jörg, 35% ist ja wohl nicht mehr als 50%. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass sie seit Anfang des 19. Jahrhunderts durch ihre Seminare, unter anderem das Dallas Theological Seminary, DTS, wo sie in den Seminaren die Prediger für die protestantischen Kirchen ausbilden, alle protestantischen Kirchen unterwandert haben. Das Zeichen, das offizielle Zeichen, dass Amerika alle protestantischen Kirchen im Grunde durch Katholizismus unterwandert hat, war das Zeichen, dass Ronald Reagan zu seiner Amtseinführung in den 80er Jahren den Obelisken angeschaut hat. Und wir wissen auch aus anderen Lesungen von mir, dass es die Aussage gibt, dass Ronald Reagan sich hingekniet hat vor dem Papst und gesagt hat: Heiliger Vater, ich gebe Ihnen mein Land. Damals noch habe ich nur kommentiert, wie kann er etwas geben, was ihm gar nicht gehört. Aber wir verstehen natürlich die symbolische Geste dieser Sache. Ja? Amerika ist absolut katholisch. Und deswegen ist es auch für viele Menschen so leicht, in die Lüge zu verfallen oder der Lüge zu glauben. Nicht der Lüge zu verfallen, das heißt ja, sie lehren selber. Nein, in der Lüge zu verfallen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika das zweite Biest aus Offenbarung 13 sind. Ja? Das Biest aus der Erde. Ein Verständnis, das ich früher auch oftmals hatte, wo ich zwar immer gezweifelt habe, weil es für mich auf bestimmten, in bestimmten Dingen keinen Sinn machte. Und jetzt macht es auch überhaupt keinen Sinn mehr. Jetzt weiß ich auch warum. Und da mache ich später andere Videos zu. Aber natürlich sind es viele Leute, die heute sagen: Von ja, schaut euch Amerika doch an, die arbeiten doch nur für das Papsttum. Natürlich tun sie das. Genauso wie Deutschland das im Zweiten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg gemacht hatte, als Deutschland eben das Schwert der römisch-katholischen Kirche sein musste, wie Antichrist Papst Leo der 13. es vom deutschen Kaiser 1903 gefordert hat. Ja? Und nichts anderes machen die Amerikaner heute. Daher sieht Amerika aus wie Rom. Dann kann man natürlich denken, das ist das zweite Biest. Ist es nicht. Das ist eine andere Sache, da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Aber natürlich hat es den Anschein irgendwo. Und wenn man dann so eine Aussage liest, wie hier die von Augustus Brownson, der sagt, wenn die katholische Kirche hier die Oberhand gewinnt, werden die Protestanten alle ausgerottet, das ist wahr. Erst kommt die seelische Vernichtung der Protestanten, die bereits stattgefunden hat in Amerika. Und die, die wirklich überbleiben, die werden auch noch körperlich später ausgerottet. Gehe ich mal von aus. Jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten, geschichtlich sehr interessanten Person und seinen Aussagen über die Jesuiten. Abraham Lincoln, der amerikanische Präsident, der selber von den Jesuiten ermordet wurde, was ihm bereits durch Charles Chiniquy, nachdem er Charles Chiniquy erfolgreich als Anwalt verteidigt hat in einem Prozess gegen die römisch-katholische Kirche, wo die römisch-katholische Kirche den unbequemen Priester rauswerfen wollte und er dafür gesorgt hat, dass sie das nicht konnte. Damals ging er mit dem Charles Chiniquy die Stufen des Gerichtsgebäudes hinunter und Charles Chiniquy hat in seinem Buch 50 Jahre in der Kirche Roms geschrieben, dass er in dem Augenblick geweint hat. Und der Abraham Lincoln, der ja sein Anwalt war, sagte von: Ja, warum weinst du denn? Ich habe dich doch gerade freigesprochen bekommen von dem Prozess. Und er sagt, Chiniquy sagt: Ja, ich weine nicht für mich, ich weine für dich oder ich weine um dich. Weil wenn du dich in dem Gerichtssaal umgeguckt hast, da waren 12 oder 13 Jesuiten, die mit versteinertem Gesicht dich angeguckt haben und sich geschworen haben, dass du dafür büßen wirst, was du hier heute angerichtet hast. Interessantes Wissen, wenn man solche Bücher wie 50 Years in the Church of Rome lesen kann. Das deutsche Buch, muss ich euch ganz ehrlich sagen, könnt ihr vergessen. Ich habe das mal
probiert zu lesen in Deutsch. Und am Ende des ersten Kapitels sagen sie so, und jetzt machen wir ein paar Sprünge über ein paar Kapitel hinweg, weil wir wollen nicht hier die römisch-katholische Kirche so in ein schlechtes Licht rücken, wie der Autor das hier in dem Buch macht. Und da habe ich das Buch in die Ecke geschmissen und gesagt, das kann ja wohl nie wahr sein, dass ausgerechnet Schlachter, ja, der Verlag, die Schlachter 2000 Bibel verlegt, hier sagt, wir wollen die römisch-katholische Kirche nicht in einem schlechten Licht stehen lassen, wo Charles Chinnick ganz genau wusste, wovon er spricht in seinem Buch. Also, deswegen habe ich das Buch nicht gelesen. Nicht in Deutsch und ich habe es auch in Englisch nicht gelesen. Ich habe Auszüge davon gelesen, aber ich habe die Zeit nicht gehabt, das Buch ganz zu lesen. Ich kann es aber jedem nur anraten, der Englisch kann. 50 Years in the Church of Rome von Charles Chiniquy. Der lebte zwischen 1809 und 1899. Aber zurück zu Abraham Lincoln, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bis zu seinem Tod 1865. Zitat. Dieser Krieg, also der amerikanische Bürgerkrieg zwischen 80 und 65, zwischen 1860 und 65, dieser Krieg würde ohne den verhängnisvollen Einfluss der Jesuiten unmöglich gewesen sein. Wir verdanken es der Papisterei, dass jetzt unser Land sich mit dem Blute seiner edelsten Söhne färbt. Obwohl in Bezug auf die Sklaverei zwischen dem Süden und dem Norden große Meinungsverschiedenheiten herrschten, so würde doch weder Jeff Davis noch irgendein anderer Führer des Bundes den Angriff auf den Norden gewagt haben, wenn sie sich nicht auf das Versprechen der Jesuiten verlassen hätten, dass ihnen das Geld und die Waffen der Katholiken, ja selbst die Waffen Frankreichs, zu Gebote stünden, falls sie den Angriff auf uns wagten. Ende Zitat. Nun gibt es hier ein paar Kleinigkeiten, die man in dieser Aussage natürlich ein bisschen verbessern müsste oder sollte. Es geht natürlich nicht um die Abschaffung der Sklaverei in diesem Krieg, da ist es niemals drum gegangen. Im Gegenteil, mit dem Zulassen des 14. Verfassungszusatzes 1868 wurde die Sklaverei ausgebreitet auf Schwarze und Weiße in Amerika, sind jetzt alle versklavt, Amerika wurde dann eine Firma und so weiter und so weiter. Interessant ist, dass wir hier den Norden und den Süden haben. Es ging darum, dass damals die Jesuiten das probiert haben, mit Amerika zu machen, was sie mit Korea gemacht haben, Nord-Süd aufgeteilt, was sie mit Vietnam geschafft haben, Nord-Süd aufgeteilt, was sie mit Deutschland geschafft haben, in Nord und Osten aufgeteilt. Ja, ein Land zu spalten, weil durch die Spaltung kann man es beherrschen. Und sie hatten damals versucht, das Land auf die Art und Weise aufzuteilen und den Süden halt katholisch und den Norden protestantisch lassen zu machen. Das heißt mit anderen Worten, sie haben versucht, die südlichen Staaten sich einzuverleiben und die dann katholisch zu machen. Und deswegen, obwohl in Bezug auf die Sklaverei zwischen Süden und Norden große Meinungsverschiedenheiten herrschen, ja, lest doch mal, so würde doch weder Jeff Davis noch irgendein anderer Führer des Bundes den Angriff auf den Norden gewagt haben. Ne? Jeff Davis, das ist Jefferson Davis, das ist der Präsident der Konföderation des Südens gewesen, der übrigens einen regen Briefwechsel mit dem Papst hatte. Aber dazu in anderen Lesungen habe ich, glaube ich, schon drüber gesprochen. Dazu auf anderer Stelle mehr. Die Protestanten des Südens und des Nordens würden sich ohne Zweifel vereinigen, um die Priester und Jesuiten auszurotten, fährt Abraham Lincoln fort. Wenn Sie wüssten, was mir Professor Morse von den Plänen, die in Rom gegen unser Land geschmiedet werden, mitgeteilt hat. Und wenn Sie ahnten, dass die täglich an den Küsten Amerikas landenden Priester, Nonnen und Mönche weiter nichts sind als Abgesandte des Papstes, Napoleons und anderer Tyrannen Europas, die herüberkommen, um unsere Einrichtungen zu untergraben, die Herzen des Volkes unserer Verfassung und unseren Gesetzen zu entfremden, unsere Schulen zu zerstören und hier eine Herrschaft der Anarchie aufzurichten, wie sie es in Irland, Mexiko, Spanien und überall getan haben, wo sich Menschen nach Freiheit sehnen. Ich freue mich herzlich, sagte er, sie wiederzusehen. Sie sehen, Ihre Freunde, die Jesuiten, haben mich noch nicht umgebracht. Aber sie würden es sicherlich getan haben, als ich durch ihre ergebenste Stadt Baltimore reiste, wenn ich nicht durch mein Inkognito und durch früheres Eintreffen, als sie erwartet hatten, den Plan vereitelt hätte. Fast alle Tage werden neue Mörchelmörder
Fast alle Tage werden neue Meuchelmordpläne entdeckt, die mit so wilden Umständen begleitet sind, dass ich unwillkürlich an die Schlächterei in der Bartholomäusnacht und die Pulververschwörung denken muss. Man merkt bei der Nachforschung, dass diese Pläne von denselben Meistern in der Kunst des Mordens, den Jesuiten, herstammen. Es sind schon so viele Anschläge auf mein Leben gemacht worden, und es ist ein wahres Wunder, dass sie sämtlich misslungen sind, zumal, wenn wir bedenken, dass die meisten derselben von geschickten, durch Jesuiten geschulten katholischen Mördern ausgingen. Ich weiß wohl, fährt Abraham Lincoln fort, dass die Jesuiten niemals vergessen und niemals vergeben. Doch man sollte sich nicht darum kümmern, wie und wo man stirbt, vorausgesetzt, dass man auf dem Posten der Ehre und Pflicht stirbt. Ach, jetzt kommen wir zu Charles Chiniquy, den ich gerade angesprochen habe. Passt ja auch perfekt zu Abraham Lincoln. 1809 bis 1899, habe ich mich also noch gut erinnert, kanadischer Ex-Priester der römisch-katholischen Kirche. Die katholischen Priester haben von da an mit bewundernswerter Kunstfertigkeit und großem Erfolg ihre irischen Legionen in den amerikanischen Großstädten versammelt. Die Amerikaner müssen wirklich sehr blind sein, wenn sie nicht bemerken, dass sie etwas in dieser Angelegenheit unternehmen müssen. Wenn sie nichts tun, werden die Jesuiten bald das ganze Land regieren, vom großartigen Weißen Haus in Washington bis zur kleinsten zivilen oder militärischen Dienststelle dieser riesigen Republik. Nun, interessant ist, dass der Charles Chiniquy hier eingeht auf die Iren. Ja? Ihre irischen Legionen. Nun, es gab im 19. Jahrhundert zwei Jesuitengeneräle. Der eine war Becks und der andere, dessen Namen entfällt mir, Rothan, glaube ich, Rothan und Becks. Und die haben dafür gesorgt, dass tausende, tausende, tausende irische Katholiken in Amerika eingewandert sind. Und wenn ihr euch solche Filme anschaut, wie zum Beispiel Dr. Kimball auf der Flucht, dann den Film mit Harrison Ford, da flüchtet er auch in Boston in dem Augenblick, wo da die St. Patrick's Day Kundgebung ist. St. Patrick, ein wunderbarer bibelgläubiger Mensch, der von der römisch-katholischen Kirche geschichtsmäßig komplett umgedreht wurde, als Katholik natürlich, was er aber nicht war, und das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und da wird dieser St. Patrick's Day nicht nur in Irland, sondern auch in Amerika sehr, sehr groß gefeiert. Ich glaube, die haben sogar den ganzen Fluss da in Boston grün gefärbt, um das da gut zu begehen, die Feier. Ja? Iren sind sehr prominent in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Beispiel nur mal, ein ganz aktuelles, es gibt viele andere, aber ich hole jetzt mal das Aktuellste an. Naja, okay, fangen wir mit einem älteren Beispiel an. Ronald Reagan kommt aus einer alten irischen katholischen Familie. Das hat er natürlich keinem gesagt. Er hat sich vorgegeben als Protestant, aber er ist katholisch, urkatholisch, seine Familie erzkatholisch schon immer gewesen. Aber der Präsident, der im Augenblick in Amerika regiert, 2022, Joseph Biden, eine irische Einwanderungsfamilie steht dahinter. Katholisch, erzkatholisch bis zum Gehtnichtmehr. Biden ist ja im Grunde auch, denke ich, offiziell der zweite katholische Präsident der Vereinigten Staaten nach John F. Kennedy. Ne? Und deswegen ist diese Aussage von Charles Chiniquy, der natürlich irgendwann im 19. Jahrhundert getroffen wurde, ganz interessant heute im 21. Jahrhundert, wo wir eben sehen, dass er sagte, die katholischen Priester haben von da an mit bewundernswerter Kunstfertigkeit und großem Erfolg ihre irischen Legionen in den amerikanischen Großstädten versammelt. Boston ist eine Großstadt, nicht wahr? Die Amerikaner müssen wirklich sehr blind sein, wenn sie nicht bemerken, dass sie etwas in dieser Angelegenheit unternehmen müssen. Nein, sie waren sehr blind. Wenn sie nichts tun, werden die Jesuiten bald das ganze Land regieren, vom großartigen Weißen Haus in Washington bis zur kleinsten zivilen oder militärischen Dienststelle dieser riesigen Republik. Die Worte von Charles Chiniquy haben sich 2022 erfüllt. Thomas M. Harris, Arzt und General der Union während des amerikanischen Bürgerkriegs und auch ein Mitglied der Hunter-Kommission, die Attentäter von Abraham Lincoln zur Strecke gebracht hat, und ein Autor des Buches
über den Mordanschlag auf den Präsidenten Abraham Lincoln. Dieser Thomas M. Harris, der gelebt hat zwischen 1817 und 1906, sagt, Zitat, die römisch-katholische Hierarchie ist vollkommen militärisch und despotisch durchorganisiert. Und scheinbar ist der Papst ihr Oberhaupt. Der schwarze Papst ist der Kopf des Jesuitenordens und wird als General bezeichnet. Er besitzt jedoch nicht nur die Befehlsgewalt über diesen Orden, sondern er dirigiert und kontrolliert die gesamte Politik der römisch-katholischen Kirche. Er ist die Macht hinter dem Thron, der eigentliche Kopf der Hierarchie. Wer den unteren Ebenen des Ordens angehört, besitzt keinerlei Unabhängigkeit in seinem Denken und Handeln. Kadavergehorsam. Ja? Seine Pflicht besteht darin, seinen amtierenden Ordensoberen vorbehaltlosen und fraglosen Gehorsam zu leisten, wie er geschworen hat. Es sieht so aus, als ob die Jesuiten seit Beginn des Krieges, also des Bürgerkrieges zwischen 1860-65, eine Gelegenheit gesucht hatten, um Abraham Lincoln auszulöschen. Mordanschläge sind ihr liebstes politisches Mittel. Dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Fjodor Dostojewski, russischer Schriftsteller. Ja, auch die Russen sind unter jesuitischer Fuchtel, damals und heute. Die Jesuiten, sagt Dostojewski, sind einfach die Armee Roms zur Errichtung der zukünftigen Weltherrschaft mit dem Papst als Herrscher an der Spitze. Das ist ihr Ideal. Es ist der Hunger nach Macht, nach schmutzigem irdischen Gewinn, nach Herrschaft. Die ganze Welt liegt in den Ketten in der Sklaverei gefangen und sie spielen die Herren. Das ist alles, was sie erreichen wollen. Wahrscheinlich glauben sie nicht einmal an Gott. Sie glauben an einen selbstgemachten Gott. Fjodor. Margaret Ann Cusack, die Nonne von Kenmare, konvertierte zur anglikanischen Kirche, lebte zwischen 1829 und 1899 und sagt, die große Vision der Jesuiten ist schon immer eine geistliche, weltumspannende Monarchie gewesen, in der sie die Oberhoheit besitzen. Sie haben sich schon immer gewünscht, England als Ausgangsbasis ihrer Operationen zu nutzen, um dieses Ziel zu verwirklichen. Daher rühren das Vergießen von Blut und Tränen und all die Intrigen, welche durch die Jesuiten in England gesponnen wurden. Ihr Orden hat nie seine Bemühungen aufgegeben, durch England die Welt Rom zu unterwerfen. Wird ein Jesuit irgendwo hinausgeworfen, findet er schnell eine neue Wirkungsstätte. Frankreich mag ihn ablehnen und das nicht ohne Grund, doch England empfängt ihn mit offenen Armen. Das katholische Italien mag ihn der Ehrenstellung berauben, die seinem einst so berühmten Hauptsitz in der Chiesa del Gesù zukam. Doch Amerika öffnet ihm die Türen. Er ist der wandernde Jude der römischen Kirche. Ihm folgen die Flüche derer, die ihn einst liebten, bis sie seine Gräueltaten entdeckten. Charles Haddon Spurgeon, britischer Baptistenpastor, genannt der Predigerfürst, der hat ein paar sehr, sehr schöne Predigten geschrieben, das kann ich wirklich sagen. Auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was er lehrt, ist es sehr lehrsam, seine Predigten sich mal anzuschauen. Charles Haddon Spurgeon sagt, Zitat, unsere alten Feinde trauen uns wenig gesunden Menschenverstand zu, wenn sie meinen, dass wir ihnen jemals unser Vertrauen schenken werden, nachdem wir so oft das Ausmaß der jesuitischen Doppelbödigkeit und Verschlagenheit vor Augen hatten. Je schneller wir die Bischöfe und Kardinäle wissen lassen, dass wir vor ihren Plänen auf der Hut sind und in keiner Angelegenheit mit ihnen kooperieren werden, desto besser für uns und unser Land. Dafür wird man uns sicherlich als Fanatiker beschimpfen. Doch wir können es uns leisten, über dieses Geschrei zu lächeln, denn es kommt von einer Kirche, welche die Inquisition erfand. Kein Frieden mit Rom! Das gebieten uns Glaube und Menschenverstand.
Charles Haddon Spurgeon war nicht nur Baptistenpastor, er war Protestant. Er hat das Papsttum als biblischen, prophetischen und historischen Antichristen protestiert. Und dafür sollte man ihm die Ehre geben, die er verdient. Richard W. Thompson, zwischen 1809 und 1900, Sekretär der Navy der Vereinigten Staaten von Amerika und Autor von einem fantastischen Buch, Rome and Civil Liberty, dachte ich, ist von Richard W. Thompson. Warte mal, jetzt will ich nichts Verkehrtes sagen, ne? Echt, jetzt schaue ich das mal eben nach, dass ich das mal eben weiß. Thompson. The Footprints of the Jesuits und The Papacy and the Civil Power, das war's. Also das Papsttum und die zivile Macht und die Fußabdrücke der Jesuiten. Das sind zwei Bücher, die Richard W. Thompson geschrieben hat. Ja? Ein Sekretär der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Jesuiten sind der Todfeind der bürgerlichen Freiheit und der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Der Jesuitengeneral hat sich an die Stelle Gottes gestellt und man muss ihm gehorchen, wenn dies den Frieden und das Wohlergehen der Mehrheit gefährdet und die Nationalstaaten vom Zentrum bis an ihre Außengrenzen erschüttert. Die Gesellschaft der Jesuiten muss die Oberherrschaft erlangen. Es spielt keine Rolle, ob dies zu kompletter Anarchie führt oder der ganze Globus dabei unter den Wracktümern und Splittern unserer Welt begraben wird. Die Anführer der Heiligen Allianz hatten gewaltige Armeen versammelt und sich geschworen, alle aufkommenden Bewegungen zu unterdrücken, welche Freiheit und Souveränität der Regierungen anstrebten. Er, Antichrist, Papst Pius VII., nahm sich vor, den Jesuiten die Vollendung dieser Mission anzuvertrauen und sie mit all seiner Macht darin zu unterstützen. Deswegen hat er sie wieder in Wirkung gestellt. Er wusste, dass sie sich treu und verlässlich ans Werk machen würden. Dabei riet er ihnen in seinem Wiederherstellungsdekret, sich strikt an die nützlichen Vorgaben und Ratschläge ihres Gründers Loyola zu halten, der die Praxis der Absolution zum Eckstein der Jesuiten erklärt hatte. Wenn wir seine Bücher lesen von R.W. Thompson, dann werden wir noch viel mehr interessante Aussagen antreffen. Luigi Descantes lebte zwischen 1808 und 1869. Er war ein vormaliger Gutachter der Inquisition. All diese Dinge sorgen dafür, dass der General der Jesuiten vom Papst und den anderen Staatsoberhäuptern gefürchtet wird. Wer als Herrscher mit den Jesuiten nicht auf gutem Fuße steht, wird früher oder später ihre Rache zu spüren bekommen. Zum Beispiel zur Lebzeit von Luigi Descantes, Abraham Lincoln. Welches Ziel verfolgen die Jesuiten? Sie sagen, dass sie nur zu Gottes Ehre beitragen wollen. Wir kennen das Motto der Jesuiten, ad majorem Dei gloriam. Doch wenn man den Fakten auf den Grund geht, wird man feststellen, dass sie nichts anderes als die Weltherrschaft anstreben. Sie haben sich beim Papst unverzichtbar gemacht, da er ohne sie nicht weiter regieren könnte, weil der Katholizismus mit ihnen identifiziert wird. Auch bei anderen Staatsoberhäuptern haben sie sich unverzichtbar gemacht, weil sie es in der Hand haben, Revolutionen anzuzetteln, zu steuern und niederzuschlagen. Und daher sind sie es, die die Welt unter einem oder dem anderen Namen beherrschen. Nun, ich weiß nicht, inwieweit ihr noch frisch genug seid, um hier ordentlich zuzuhören und das zu verstehen, was ich hier vorlese. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie herabschauend oder sowas. Aber mit diesem Satz sagt der Luigi Descantes das, was ich immer wieder predige. Auch bei anderen Staatsoberhäuptern haben sie sich unverzichtbar gemacht. Das heißt mit anderen Worten, andere Staatsoberhäupte können nicht agieren, können selbst nicht überleben, ohne den Jesuiten zu dienen, weil diese sie in der Hand haben. Und die Jesuiten haben es in der Hand, Revolutionen anzuzetteln, Revolutionen zu steuern und Revolution niederzuschlagen. Daher sind sie es, die die Welt unter dem einen oder anderen Namen beherrschen.
Dabei spielt es für die Jesuiten überhaupt keine Rolle, ob die Regierung, die sie jetzt unterstützen, rechts ist, links ist, mittig ist, ob es ein faschistischer oder kommunistischer Diktator ist, ob es eine Republik ist, ob es eine Demokratie ist oder ob sonst irgendeine Regierungsform ist. Das spielt für die keine Rolle. Das Einzige, was für die Jesuiten eine Rolle spielt, ist, oder für die römisch-katholische Kirche trifft das ganz genauso zu, dass die Agenda der römisch-katholischen Kirche in der jeweiligen Regierung durchgedrückt wird. Wenn jemals in einem Land eine Regierung an die Macht kommt, die nicht die Agenda des Vatikan verfolgt, die also nicht den Uhrzeiger weiterlaufen lässt, durch das Pendel Rechts-Links-Spiel mitzuspielen, dann wird diese Regierung abgesetzt. Das nennt sich dann Regime Change. Das kann gewalttätig passieren, das kann mit Wahlen passieren, das kann auf alle möglichen Arten und Weisen passieren. Wenn eine Regierung abgesetzt wird, dann ist es immer, immer ein Zeichen, dass die Regierung nicht die Pläne des Vatikans folgt oder den Befehlen des Vatikans folgt oder den Befehlen der Jesuiten folgt oder diesen Befehlen nicht auf die Art und Weise folgt, wie sie es wünschen. Verabschiedet euch davon, nach rechts und nach links zu gucken und aus zwei Misthaufen zu wählen. Ihr wählt immer einen Misthaufen. Das haben sie brillant gespielt. Damit haben sie brillant die Welt getäuscht. Die Jesuiten stehen hinter jeder Regierung. Und das hat ja unter anderem auch die Lesung von Griesinger sehr gut hervorgebracht. Und auch die Lesung von Herrscher des Bösen. Und auch die Lesung von Hinter den Diktatoren. Und auch die Lesung von Die verborgene Geschichte der Jesuiten. So viele Lesungen von mir haben das hervorgebracht. Man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass es irgendwo eine, zwischen Anführungszeichen, gerechte Regierung gibt. Es gibt vielleicht hier und da eine Regierung, die ist vielleicht in diesem Moment ein bisschen weniger schlimm. Dafür ist sie im nächsten Moment umso schlimmer. Oder mit den nächsten Gesetzen, die sie erlässt, umso schlimmer. Jede Regierung ist kontrolliert von den Jesuiten. Und wenn die Regierung nicht macht, was die Jesuiten, wenn die Regierung nicht macht, was die römisch-katholische Kirche will, wenn die Regierung nicht macht, was die römisch-katholische Kirche will, dann ruft sie die Jesuiten. Wenn die Regierung nicht macht, was die Jesuiten wollen, die da sind, dann rufen die eine andere Regierung ins Leben. Wahlen, Regie-Change, Krieg, wie auch immer. Wie auch immer. Alle sind von den Jesuiten regiert. Das ist eben auch der Hintergrund, der religiöse Hintergrund aller Kriege. Deswegen mache ich ja mit Gerald auch diese wunderbare Serie Moderne Kriege. Man muss sich da ein für alle Mal von verabschieden, dass man denkt, wenn es mit der SPD nicht geklappt hat, dann wählen wir halt mal die CDU. Oder wenn es mit der CDU nicht geklappt hat, dann wählen wir halt mal die SPD. Ihr wählt statt dunkelbraunen Mist hellbraunen Mist, aber ihr bleibt Mist wählen. Das ist das Einzige, was ich hiervon noch konkludieren kann. Diese Aussage von Luigi Descantis ist sehr, im Englischen sagt man profound, sehr wichtig, durchschlaggebend. Auch bei anderen Staatsoberhäuptern haben sie sich unverzichtbar gemacht, weil sie es in der Hand haben, Revolutionen anzuzetteln, weil sie, die Staatsoberhäupter, in der Hand haben und Revolutionen anzetteln können, steuern können und niederschlagen können. Und daher sind sie es, die die Welt unter dem einen oder anderen Namen beherrschen. Die Jesuiten treten nie selbst vor und sagen, wir regieren dies und das. Aber sie setzen immer ihre Puppen ein. Deswegen das Bild hier auf der rechten Seite. Ne? Hat schon seinen Grund, dass das da klebt. Wer glaubt, er würde sich mit den Jesuiten auskennen, weil er jedes Buch gelesen hat, das im vergangenen Jahrhundert, also im 18. über sie veröffentlicht wurde, ist damit auf dem Holzweg. Denn damals führten die Jesuiten einen offenen Krieg gegen die Gesellschaft und das Evangelium. Heute jedoch ist der Jesuitismus eine langsam voranschleichende, tödliche Seuche, die sich nur insgeheim andeutet. Er ist ein Gift,
das als vermeintliche Medizin bereitwillig angenommen wird. Und wie wichtig dieser Satz hier ist, auch in anderem Zusammenhang, das überlasse ich jetzt mal euren eigenen Gedanken. Ein Gift, das als vermeintliche Medizin bereitwillig angenommen wird. Das kann man auf so viele Dinge sicher bis heute im 21. Jahrhundert zupassen, dass ich jetzt überhaupt nicht die Ambition habe, da näher drauf einzugehen. Aber das ist ein Satz, den sollte man sich ganz dick hinter die Ohren schreiben. G.B. Nicolini, ein italienischer Ex-Katholik, veröffentlichte eine italienische Historie der Jesuiten. Das Buch habe ich übrigens auch von Nicolini. Ich komme jetzt eben nicht auf den Namen. Wollen wir eben gucken. Nicolini. Ja, das ist das hier. Das hat einen ziemlich langen Titel. Illustrated Library. Nicolini's History of the Jesuits. Nee, es ist länger. Der Titel ist eigentlich länger. Edible Version, deswegen heißt es hier The Jesuits, The Origin, Progress, Doctrines and Design bei G.B. Nicolini. Also die Geschichte der Jesuiten, ihres Ursprungs, ihres Vorausgangs, ihrer Doktrinen und ihres Designs von Nicolini. Ja, das ist ein sehr interessantes Buch. Sehr interessant, wer die Zeit hat, die 618 Seiten zu lesen. Ich rate es euch an. Ja, tun! Machen. Dieser Nicolini sagt, Zitat, nimm die Jesuiten für das, als was sie erscheinen, und du begehst den gröbsten Fehler und die gröbsten Dummheiten. Porträtiere den Jesuiten einmal so, wie du ihn in London erlebt hast. Du wirst den römischen Jesuiten anhand dieses Bildes nicht identifizieren können. Der Jesuit ist ein Mann, der sich den Gegebenheiten anpasst. Despotisch in Spanien, verfassungsgemäß in England, republikanisch in Paraguay, fanatisch in Rom, heidnisch in Indien. Er adaptiert in unglaublich flexibler Weise all die Merkmale und Verhaltensweisen für sich, welche normalerweise die Menschen voneinander unterscheiden. Er begleitet prominente Lesben ins Theater, ist bei Orgien zu Gast und dann wieder nimmt er in der Kirche mit feierlichem Ernst seinen Platz an der Seite eines Geistlichen ein, um sich danach in der Kneipe zu den Fressern und Säufern zu gesellen. Er zieht jedes Gewand an, lernt und spricht jede Sprache, kennt alle Sitten und ist überall präsent und bleibt doch unerkannt. All das soll angeblich, oh fürchterliche Gotteslästerung, zur Ehre Gottes beitragen. Ihr Motto lautet Ad Majorem Dei Gloriam. Die Mitglieder der Gesellschaft Jesu teilen sich in vier Klassen auf: Professen, Koadjutoren, Scholaren und Novizen. Allerdings gibt es noch eine geheime Sondergruppe, die nur dem General und einigen wenigen bekannt ist, welche, wahrscheinlich mehr als die anderen, zur gefürchteten und mysteriösen Macht des Ordens beigetragen hat. Sie ist aus Laien aller Klassen zusammengesetzt, vom Minister bis zum demütigen Schuhputzer. Diese sind mit dem Orden verbunden, ohne jedoch ein Gelübde abgelegt zu haben. Es sind Personen, die sich nützlich machen. Sie dienen als Spione des Ordens und oft auch unwissentlich als Helfershelfer und Werkzeuge bei dunklen und geheimnisvollen Verbrechen. Der Jesuitenpater Francis Pellico bekennt offen, dass viele berühmte Menschen insgeheim Freunde dieser Gesellschaft sind und darüber Stillschweigen bewahren müssen. Wir wissen nicht, ob es jemals eine andere Gesellschaft gab, die als Organisation 300 Jahre unverändert überdauerte, allen Angriffen widerstand und dabei solch einen immensen Einfluss auf das Schicksal der Menschheit ausübte. Ihr liebstes Motto lautet: Der Zweck heiligt die Mittel. Dies wiederum bedeutet letztlich, wie wir gezeigt haben, dass dem Jesuiten befohlen ist, zu jedem Verbrechen bereit zu sein. Der Jesuitenorden verdankt seinen immensen Reichtum vor
allem den Testamenten, die in der Sterbestunde verfasst wurden. Francis Parkman, amerikanischer Historiker, der lebte zwischen 1823 und 1893. Die Jesuiten sind heute wie damals die mächtigsten Befürworter der ultramontanen Prinzipien. Die Kirche regiert die Welt, der Papst regiert die Kirche und die Jesuiten regieren den Papst. An diesem simplen Konzept hat der Orden immer festgehalten, wenn man von einigen Ausnahmen absieht, bei denen es zu Missverständnissen mit dem Vizeregenten Christi kam. Hector Macpherson, zwischen 1851 und 1924, ein schottischer Schriftsteller und Journalist. Der Jesuitenorden wurde als derart unerträglich empfunden, dass er bis 1860 nicht weniger als 70 Mal aus Ländern verbannt wurde, die bis dahin unter seinen Aktivitäten zu leiden hatten. Trotz aller Warnungen vom Festland ist England zu einer jesuitischen Müllhalde geworden. Königin Victoria nahm 1877 diplomatische Beziehungen mit dem Vatikan auf und ermöglichte dem Orden, das zweite irische Massaker anzurichten zwischen 1845 und 50. Britannien erlaubt ausgerechnet denen, deren Feindschaft schon andere Länder durch bittere Erfahrungen erkennen mussten, an ihrer Küste zu landen und ihre Gräueltaten unbelästigt fortzuführen. Wir sind tolerant bis zum Exzess. Wenn wir unsere Politik nicht ändern, wird diese Nation eines Tages furchtbar dafür bezahlen müssen. Den besten Satz finde ich, wir sind tolerant bis zum Exzess. Schreibt euch das mal 2022 hinter die Ohren. Weil von wem kommen denn diese ganzen Agenten, dass wir die Dinge ertragen müssen? Oder, wie tolerant heute übersetzt wird, akzeptieren müssen? Es heißt ertragen, erdulden, leiden. Wir leiden darunter, dass wir die Dinge ertragen müssen. Man wird halt tolerant bis zum Exzess, bis es einen bricht. Hector Macpherson, Dankeschön für diese wunderbare Aussage. Jeremiah J. Crowley, 1861 bis 27, amerikanischer Ex-Priester der römisch-katholischen Kirche. Ich meine, dass der auch ein Buch geschrieben hat. Nagelt mich jetzt nicht fest. Ich meine, dass es so war. Ja, hier. Romanism, a menace to the nation. Ja? Also Romanismus, eine Gefahr für die Nation. Father Crowley. Ja? Das ist der, über den wir jetzt gerade eben sprechen. Das könnt ihr im Internet ganz leicht runterladen. Wenn ihr mich fragt in den Kommentaren dieses Videos, dann kann ich euch die bestimmten Bücher gerne verlinken, also die Links geben. Aber ihr könnt sie auch selbst suchen. Also man muss jetzt auch nicht zu faul werden, weil ich das anbiete, euch zu geben. Zusammen mit seinem früheren Buch The Parochial School, A Curse to the Church, A Menace to the Nation, also die parochialen Schulen, ein Fluch für die Kirche und eine Gefahr für die Nation. Jeremiah J. Crowley. Das ist hier eins seiner Bücher, was er geschrieben hat. Von ihm kommen die folgenden Aussagen. Und ich glaube, damit schließen wir dann auch langsam ab, sicher. Ne? Wir sind schon bei 53 Minuten. Dann werden wir jetzt mit Jeremiah J. Crowley die Lesung für heute abschließen. Wir haben dann noch ein paar Seiten, bis wir die 38 Zeugen durchgearbeitet haben. Die Päpste hielten Italien während des Mittelalters und der Renaissance durch Unruhen und Blutvergießen in Atem, um sich und ihren Familien Vorteile zu verschaffen. Und solange sie dazu in der Lage waren, nämlich noch bis zu 200 Jahre nach der Reformation, beschäftigten sie in ganz Europa die Staaten mit Religionskriegen. Kreuzzügen, kann man auch sagen. Ihre ganze Politik beruht darauf, zum Hass aufzustacheln und Konflikte anzuheizen, von denen sie sich weltlichen Gewinn versprechen. Die Päpste und ihre jesuitischen Agenten haben Krieg.
Kriege angezettelt. Sie tun es noch immer. Und während die Welt leidet, wird in Rom Champagner serviert. Nächste Aussage. Der General der Jesuiten führt diese schwarze, schweigsame Miliz, deren Mitglieder als seine passiven Werkzeuge in ihrem Denken, Wünschen und Handeln seinen Wünschen gehorchen. Ihr gesamtes Leben darf nur einem Zweck dienen, nämlich dem Vorteil des Jesuitenordens, dem sie angehören. Und zum Schluss von Jeremiah J. Crowley. Wie lange soll die römisch-katholische Hierarchie die Völker noch zum Narren halten? Soll eine Regierung vom Volk stammen, für das Volk agieren und durch das Volk bemächtigt sein? Oder durch den Papst? Lasst es nicht zu, dass der Papst an unserer Stelle unseren Präsidenten bestimmt. Die ihr euer Land lieb habt, seid auf der Hut vor den Intrigen der Jesuiten, vor der politischen Macht des Romanismus und vor den honigsüßen Worten von Politikern, die ihre Hand nach der Präsidentschaft ausstrecken. Das beendet die dritte Lesung über die 38 Zeugen. Wir werden dann also noch eine weitere vierte Lesung über uns ergehen lassen müssen. Das werde ich auch noch lesen. Und der wichtige Punkt ist ja, es geht ja nicht nur um die Aussagen, die hier getroffen werden über die Jesuiten, weil das ist ja alles, wenn man sie jetzt zusammen in einen Topf wirft, sagen sie ja alle im Grunde dasselbe aus. All diese ganzen Zeugenaussagen sind dazu da, um die Menschen zu warnen. Um den Menschen zu sagen, von schaut, eure Welt wird regiert von Menschen, die ihr gar nicht seht, weil die Jesuiten agieren immer aus dem Hintergrund. Und wenn die Jesuiten regieren, dann werdet ihr sehen, dass keine einzige Regierung wirklich gerecht ist. Und ich glaube, wenn man sich heute in der Welt umschaut, dann sieht man das ganz deutlich. Die Zitate sind interessant, um teilweise sich aufzuschreiben und vielleicht auch mal in der Tasche beizubehaben. Und wenn man dann mal jemandem begegnet, einem Katholiken oder sonst jemandem auf der Straße und man kommt in ein Gespräch, dann kann man auch mal vielleicht das ein oder andere Zitat erwähnen. Und bei vielen Menschen, und das ist jetzt das Merkwürdige dabei, ist es vollkommen egal, was ich sage oder was du sagst, aber wenn ein Minister der amerikanischen Marine das gesagt hat oder ein ehemaliger Präsident oder jemand, der 50 Jahre in der Kirche Rom als Priester war, ihr seht, welche Leute ich hier jetzt anhole, die vielleicht eine, zwischen Anführungszeichen, Autorität haben für die Leute, dann ist das auch einmal wichtig. Und dann sagen, der hat das gesagt? Dann ist das ja vielleicht mal interessant. Dann kriegen einige Leute vielleicht so mal den, da gucke ich doch mal nach. Da beschäftige ich mich doch mal mit. Vielleicht ist da ja was dran. Und viele, viele, viele Menschen werden über die säkulare Wahrheit zur geistigen Wahrheit geführt. Und ich bin das lebendige Beispiel dafür. Ich bin über die säkulare Wahrheit, die ich gesucht habe, zur geistigen Wahrheit gefunden. Und ich hätte die geistige Wahrheit nie gefunden, wenn ich nicht die Bibel gelesen hätte. Und ich hätte die geistige Wahrheit niemals gefunden, wenn ich nicht in dieser Welt danach gesucht hätte. Wenn ich nicht danach gesucht hätte, von warum stimmen die Dinge denn nicht? Wo führt das denn wirklich hin? Und warum will man mich hier und da und da und da und da und da immer in eine Sackgasse führen? Warum will man mich denn nicht weiterkommen lassen? Weil die wirklichen Geheimgesellschaften abgeschirmt dahinter regieren. Und wenn man sich wirklich reinkniet in seine Untersuchungen, dann kommt man zu wissen, welche Organisation von wem geführt wird. Und ein ganz interessantes aktuelles Beispiel in meinen Lesungen ist ja in der Lesung mit Gerald der Überseeklub. Nach jesuitischen Prinzipien geführt. Ja, wenn man das nicht weiß und wenn man dann nicht weiß, wer die Jesuiten sind, dann macht das alles keinen Sinn. Aber wenn man dann sagt, von Jesuiten geführt, ja, was heißt denn das? Und der Spötter, oder wie der hieß, der war ja der Vorsitzende für über, ich glaube, von Ende der 60er bis Anfang der 80er Jahre, wo ich ja sagte, parteiübergreifend, aber doch regierungsberatend. Ne? Erinnert ihr euch vielleicht noch an die Aussage, die ich damals getroffen hatte? Wenn das dann
über die verschiedenen Regierungen rechts und links hinweg geht, dann hat das ja anscheinend eine ganz andere Agenda. Dann hat das ja eine weiterführende Agenda. Da kann man sich vielleicht auf einmal damit beschäftigen, von was sind Jesuiten überhaupt? Da habe ich zumindest schon mal den Namen Jesus irgendwo gehört, weil es heißt ja eigentlich Gesellschaft Jesus. Dann merke ich ja, dass das alles irgendwie damit zusammenhängt, dass irgendwo ein religiöser Zusammenhang da ist. Und deswegen muss ich ja noch gar nicht selbst glauben. Aber ich kann dann doch erstmal die Religion, die die haben, untersuchen. Und dann stoße ich ganz schnell auf das, auf was ich auch damals gestoßen bin. Dass alles, was nicht aus der Bibel kommt, also, so kann ich nicht sagen, ich muss den Satz anders formulieren, dass alles einen babylonischen Ursprung hat, aber dass Babylon nur in der Heiligen Schrift uns erklärt wird. Und dann, Menschen, dann macht auf einmal alles so viel Sinn. Da macht auf einmal alles so viel Sinn. Alles wird deutlich. Es fällt einem wie die sprichwörtlichen Schuppen von den Augen. Man hat auf einmal klare Sicht. Auf einmal jucken die Ohren nicht mehr, sondern sind aufnahmebereit für die Botschaft, wenn der Schäfer ruft. Und er ruft, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Denn Gott hat sich ihrer Sünden erinnert. Kommt heraus aus der römisch-katholischen Kirche. Kommt heraus aus der jesuitengeführten Welt. Kommt in die Freiheit, die nur Jesus Christus euch geben kann, durch ihn in der Heiligen Schrift kennenzulernen. Lest eure Bibel. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht.